Da war das, oder? Das hat er gerade gehackt, oder? Müssen wir nicht hier lang? Bin ich jetzt hier falsch? Nee. Tot. Hier mit den schweren Geschützen, Delta. Meine Lieblingswaffe, Sir. Schwere Verluste, Sir. Schäden durch Feuerwaffen. Tut mir leid, Jungs. Wir haben uns wirklich beeilt. Delta, Sackes Waffen kommen in Ihre Richtung. Bringen Sie Tafel weg. Oh nein. Magna Guard Waffen. Wachen, Waffen, what the fuck. Können wir den nicht einfach abstechen? Alter, halten die viel aus. Die halten noch mehr aus als so ein Superkampf, so wieder. Die sind echt stark. Aber ich hab hier eh schon. What the? Seit wann können die denn Raketen abfeuern? What the fuck? So, der ist jetzt gleich tot, der eine. Ge na, endlich. Mein Gott. Da. Ziel eliminiert. Er jumpt. Boom, 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 boom. Weil die anderen gerade so rumballern. Schnell heilen. Da, schwere Munition. Dann kann ich den jetzt voll in die Fresse schießen. Nimm das! Klar, jetzt habe ich sie mit verletzt, aber egal. Jetzt ist er eh down. Naja, ich habe sie mitgetötet. Wobei, das war der Magna Guard-Typ, aber ist egal. Schnell die anderen wieder ein bisschen heilen. Das ist sehr schön. Heil. So. Ja, dann wollen wir uns zum nächsten Ziel aufmachen. Hä? Falscher Weg? Ah, da geht's lang. Nö, 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 nö. Sichen. Sichen, suchen und zerstören. Eine größere Auseinandersetzung mit den Streitkräften der Separatisten ist nun unvermeidlich. Die beiden Seiten bewegen sich aufeinander zu und bereiten sich auf eine gewaltige Schlacht vor. Der Separatisten ist auf der Krone dieses Baums gelandet. Sie müssen es zerstören. Tafel und seine Männer sind auf dem Weg in den Kommandoraum. Sie liefern von dort Informationen und taktische Unterstützung. Er hat einen Wookie-Führer zurückgelassen, der ihnen hilft. So viel zu unserem Führer. Los mit dem Gequatsche 6-2. In der Zitadelle befinden sich viele Separatisten. So zu unserem Führer. Es gibt auch eine Reihe von Wookie-Widerstandskämpfern. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Wookies mögen es nicht, wenn sie von Verbündeten beschossen werden. Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Feind am Boden. Na, endlich mal andere Granaten. Zum Beispiel für diesen scheiß Superkampfdöden da. Jetzt habe ich eine zweite Granate aus Versehen geworfen. Wieso hat mich jetzt einer der Teamkollegen schon wieder gesprengt? Oder paralysiert er? Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Let's go. Open this. Open it. Schmeißen! Ziel eliminieren. Ziel eliminieren. Nehm das! Oh, das! Oh, das! Aua! Ich vergaß, der Typ macht ja fast One-Hit-Schaden. Blöd, Mann. Das ist ein Wookie. Wovon redet ihr da? Oh! Autsch, das hat gesessen. Wir haben die den Spinnendroiden hier reingekriegt. Muss wohl hier drin zusammengebaut worden sein. Sir, diese Panzer in die Luft zu jagen könnte nützlich sein. Was denn? Hä? Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Nehme Position ein. Positionieren Sie sich hier, Delta. Ja, Sir. Ja, wir müssen den zerstören, oder? Was hat denn der Finul gerade gelabert? Irgendwas zu zerstören. Ich lade nach. Achtung, Granate! Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Ja, Sir.
Naja, ich glaube, wir müssen den so zerstören. Wieso sollte sonst so viel Granatenmunition hier liegen? Also finden Granatenwerfermunition. Mit dem geht er halt leicht kaputt. So, er ist tot. Boom. Und wenn nicht, dann ist er trotzdem mal. Negativ. Sind da viele Superkampfdruiden? Das geht gar nicht. Das Dumme ist, jetzt genau habe ich keine Munition mehr für den Granatenwerfer. Ziel eliminiert. Ich will gar nicht. Ich muss nachladen. Jetzt wurde ich von in Skype angeschrieben. Das Merkwürdige war gerade, ich wurde bei Skype ja angeschrieben, aber seltsamerweise, obwohl ich das Headset trage, habe ich gerade die Lautsprecher gehört. Das war ziemlich komisch. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Delta. Warum auch immer. Hole Bacta. So, umbauen. Delta-Team, sichern Sie die Promenade. Die Promenade, Sir? Ruhe 6-2. Ruhe 6-2. Der Finul mag es nicht, wenn er redet. Weil er immer so blöde Fragen stellt, deswegen. Oh, nee. Noch ein Spindroide. Die Sammler hier haben sicher keine solchen Waffen. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt ganz gewaltig was nicht. Das kannst du laut sagen. Manöver abbrechen, Delta. So, weiter geht's. Finden Sie den Kreuzer der Separatisten. Da ist er, der Spindelöde. Halten Sie von dort aus, Delta. Geh in Position. Bin unterwegs. Ja, Sir. Ziel eliminiert. Ja, wir müssen schon ziemlich am Ende des Spiels sein, weil Spinnendruide zweimal hintereinander muss schon krass sein. Einfach vor in die Fresse schießen. So, und eine Bombe. Eine Bombe. Anti-Bombi. Schulden. Und zusammen. Und schießen. Nehm das. Kann ich den nicht abstechen? Nicht wirklich. Doch, kann ich. Und er ist down. Endlich ist er weg. Oh ne, da sind noch mehr. Okay, er ist tot. Wir brechen auf. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Wir brechen auf. Auf geht's. Oh nein! Einige seiner Wookies sitzen in einem Hangar direkt vor Ihnen in der Falle. Tun Sie, was zu tun ist, Delta-Team. Dämlicher Superkampfdruide, ich hasse sie. Dann, da stirbt einer und dann kommt direkt wieder einer. Das ist so nervig. Und dann immer noch so viele. Das ist so nervig. Und immer wenn ich die ganze Granatenmunition weggeschmissen habe. Hey, der hat keinen Arm mehr. Das Dumme ist, man kann den leider nur den rechten Arm ab, den linken Arm abtrennen, da wo die Waffe nicht dran ist. Gut, dann wäre es wahrscheinlich zu einfach sonst. Aber theoretisch müsste man das ja auch können. Aber es geht leider nicht. Seht ihr das, wie der Kampfdruide da voll auf mich fixiert? Das ist voller Arsch. Ich soll ihn mit dem Scharfschützengewehr zu killen. Die sehen so hässlich aus ohne ihren Kopf. Ziel eliminieren. Oh fuck, der schießt wieder mit einer Rakete. Und eine Asshole. Gehst du jetzt kacken, du Scheißdruide? Nein! Oh Mann! Naja, immerhin ist er jetzt tot. Oh, so nervig, ey. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Die Wookie sind auf der anderen Seite dieser Tür. Alles wie gehabt. Gehen Sie rein und neutralisieren Sie alle Gegner. Sichern Sie den Raum und ermöglichen Sie den Wookies die Flucht. Ja, dann auf geht's. Hoffen wir, dass das gut funktioniert. Ja gut, endlich wieder Granatenmuni. Für den Granatenwerfer. Deckung, Granate! Los, los, los! Verreck! So, der ist weg. Die Zerstörer verletzt. Sie müssen die Druidenträger in die Luft jagen, bevor sie entkommen können. Scorch, mache sich scharf. Für Sie bin ich einsatzbereit. Okay, alles klar. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Bin unterwegs. Gib mir Feuerschutz. Position. Wieso kann ich den nicht töten, wenn er rauskommt? Das macht so keinen Sinn. Fuck. Dieser dämliche Droidiker hält so scheiße viel aus.
das Schiff vom Boden zu kriegen. Dann gib dem doch die Chance. Haben wir genug genommen? So, der ist weg. Oh, da ist kommt ein Druidika-Behälter oder sowas. Oh Mann, Alter. Nutzt die Macht. Oh, ich konnte diesmal direkt aufstehen. Hallo, wie sollen wir denn hier durch, bitte? Präzisionsschuss einleiten, Data. Bin unterwegs. Nur Siemens noch am besten, weil er hat eine Position. Das ist ein Behälter für so ein. Für Druidikas. Wie soll ich denn da durch? Jetzt werde ich zugespammt über Skype oder was? Oh Mann, Leute. Es klappt gar nicht. Kann das überhaupt noch gehen? Weil ich habe kaum Granatenmuni mehr. Wir haben keine Zeit zum Bluten, Sir. Oh Mann, ey. Oh, 07. Schnell! Ich war mir auch, wie soll ich denn hier durch? Ich habe keine Granaten mehr, keine irgendwas. Ich habe nichts mehr gegen diese dummen Druidikas. Ich habe nur die Superkampfdruiden ausgeschaltet, aber die Druidikas sind jetzt immer noch da. Und die machen uns fertig auf Zeit. Gut, jetzt sind sie ja nicht down. Aber das ist ein Träger für Druidikas, glaube ich. Ja, da kommt schon wieder einer, ey. Zwei kommen da direkt raus. Boah, ist das übel, ey. Gut, die anderen sind, haben immer noch ihre Position und deren Muni geht auch nicht leer, zum Glück. So, wir machen das Ganze. Na, endlich. So, jetzt habe ich den scheiß Behälter auch mal zerstört. Jetzt geh kaputt, du... Du dämlicher Schrotthaufen, geh endlich kaputt. Boah, ey. Vor allem habt ihr das Gesicht von denen mal gesehen. Voll widerlich. Na gut, ein Gesicht haben die nicht wirklich. Das sind Maschinen. Die haben halt ihre Sichtsensoren oben. Boah, dachte ich nicht, dass wir da jetzt noch durchkommen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Bin unterwegs. Ich frage mich eigentlich, wie lange das Spiel noch geht. Also länger, lange geht's nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil Kashyyyk ist nämlich sowieso das letzte Kapitel des Spiels. Danach ist es vorbei. Kashyyyk ist aber auch das längste. Also ich müsste jetzt eigentlich bald durch sein. Also lange dauert's nicht mehr. Wir haben ja jetzt das mit der Brücke schon geschafft. Wir haben die Munition gesichert. Also lange kann es nicht mehr dauern. Heilen Sie sich, Delta. Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Gleich auch noch heilen. Komisch, dass da immer nur drei Bacta-Behälter stehen. Statt vier, weil wenn es genau vier wären, dann könnten sich gleich zack alle heilen. Bacta-Prozedur einleiten, Delta. Jawohl, Sir. Ach, naja, es kann ja sein, dass der Spieler besser ist und sich nicht treffen lässt. Das Herz der Zitadelle. Ich muss den Weg an den Babys vorbeibahnen. Babys? Oh, kleine süße Wookie-Babys. Negativ, Baby-Bosche-Bäume. Sie befinden sich im Garten der Wookies. Oh, süße kleine Wookie-Babys. Ja, endlich. Wenigstens irgendwelche Granaten habe ich jetzt wieder. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Nicht schon... Nein, direkt so ein Idiot, ey. Warte, ich schmeiß das Teil dahin. Ja, in ihrem Garten wimmelt es von Ungeziefer. Trandoshana. Wärt ihr Baby-Wookies lieber? Na, eigentlich nicht. Zu niedlich. Zu niedlich. Delta, stellt sich halt. So, 400 Schuss, weil er nicht gefeuert hat. Mann, die nerven so eklig. Die haben so einen Nerv. Also langsam geht mir der Soundeffekt von denen wirklich nur noch auf die Nerven. Dieses Arschloch, hallo! Mein Gott, Alter! Ja, dieser Gegner, der hält auch so viel aus. Der hält sowas. Hallo. Ich muss ihn lahmlegen. Auch wenn ich mich damit jetzt selber wieder verwirre, wahrscheinlich. Ah, ne, hab ich gar nicht. Hä, wieso werde ich denn jetzt nicht mehr betäubt? Lass mich hier nicht schießen, verdammt. Boah, voll durch den Kopf geballert. Ja, vor allem, der wäre eigentlich
von der Logik her schon längst durchlöchert. Also bitte, der müsste schon längst auf dem Boden liegen und müsste schon längst tot sein. Aber nein, der hält da so viel aus, als ob er aus Metall wäre. Ich weiß auch nicht. Hallo, ich durchlöcher den. Ihr müsst ja bedenken, wie schnell dieses Gewehr schießt. Ihr seht ja, die gehen ja auch mit einem Schlag down. Der eine ist zwar so ein Elite-Krieger, so ein bisschen muskulös und sowas. Aber das hält ihn auch nicht davon ab, da durchlöchert zu werden. Gerade wenn ich ihm noch voll in die Fresse schieße, müsste er sowieso erst... Schon wieder so einer! Hört doch mal auf mit diesem dummen Scheiß! Ich durchlöchere dem seinen Kopf! Nein, nichts. Vor allem tut er so, als ob ich ihn in den Bauch geschossen hätte. Dabei habe ich ihm doch voll in den Kopf geschossen. Ja, dann tun wir das doch. Wenn du schon so davon redest. Es wird sich 07 grün, 40 orange und dann gelb. Nein. Wir machen die gar kurz fertig. Der Kreuzer des Separatisten hat sich ins Energienetz des Bombs eingeklinkt. Er zieht die ganze Energie von den Abwehrgeschützen ab. Wir wissen von Turfol, dass in diesem Wartungsgang einige Notstromaggregate stehen. Na dann. Schauen wir mal. Tür aufbrechen, los. Ich mache jetzt weiter. Mach die Tür auf, meine Freunde. Der Detonator ist scharf. Gesichert. Deckung, zack. Das war für den Transport 1. Hier mit den schweren Geschützen, Delta. Ja, Sir. Mann. Die nerven so ekelhaft. Also hier muss schon irgendwas kommen, weil sonst wären hier nicht zwei Granatenwerferstellungen. Gebiet gesichert. Was, das war's schon? Für die paar soll ich da Granatenwerferpositionen aufstellen? Oh Gott. Da kommen ja noch mehr. Aber ich glaube nicht. Nee, die. Wir brechen auf. Die würden. Die kommen hier gar nicht rein. So. Hä? Schon wieder. Schon wieder so ein fetter Hund. Komm. Sind nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Boah, hallo, jetzt muss er genau dann wieder nachladen. Genau dann, wenn der Typ eh schon betäubt ist und nichts tun könnte. Stirb doch, du dummer Arsch. Okay, er ist tot. Boah, Alter, ey. Die sind... Diese grünen Granaten sehen aus wie Äpfel. Habt ihr das gesehen, Scotch? War gar kurz in der Luft. Ja, da bin ich doch hergekommen. Oder? Bin ich da hergekommen? Die Gänge sehen gerade echt ähnlich aus. Doch, das passt schon. Öffnen Sie die Tür, Delta. Müssen Sie sie hacken, wenn Sie sie aktivieren wollen. Hä, er hat seinen Satz gar nicht vollendet. Ich glaube, er hätte vorhin was gesagt, aber... Weil ich zu schnell vorgegangen bin, konnte er es nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Das müssen Sie auch geben. Hau ab. So. Schon wieder so einer. Boah, langsam geht mir das doch echt auf den Arsch. Also bitte. Die ganze Zeit dieser blöde, fette Hurensohn da. Ich weiß auch nicht. Es geht einfach gar nicht. Sorry, Leute, wenn ich gerade ein bisschen rage. Aber das nervt doch einfach nur noch. Jedes Mal. Das ist ja schon fast so schlimm wie in der Binding of Isaac. Alle zwei Minuten die kleinen scheiß Gegner, ey. Das ist so nervig, ey. Gut, in diesem Spiel kann ich es noch verstehen, weil in diesem Spiel... Oh nein. Da sind wieder diese Geosianer, Vollidioten. Oh, schon tot? Das ging schnell. Okay, da kommt noch einer. Das müsste gegen die aber auch helfen, weil die sind biologisch. Der ist schon irgendwie blöd, oder? Was machen die überhaupt hier? Ich meine, klar, die wollen ja zusätzlich Unterstützung bieten, aber... Geh in Position. Tötet die bitte. Komm, ich versuche das weiter zu hacken. Vielleicht kommen die ja unendlich, ich weiß es nicht. Das kann ich mal bei diesem Kapitel schon irgendwie vorstellen. Die töten mich auch überhaupt nicht. Okay, ich glaube, jetzt sind alle tot. Es braucht eine Minute, bis ich dieses Scheißteil gehackt habe. Aber gut. Nicht alles, was man hacken kann, geht halt einfach. Alter, dauert das lange, ey. Das Witzige ist, dass der Boss das ja mit einer Hand macht. Die anderen machen das immer mit zwei Fingern, glaube ich. Es sei denn, es ist eine Tür, die man hacken kann. Dann machen die das auch mit einer Hand. Aber hier macht Boss das mit einer Hand. Der ist schnell beim Schreiben. So, jetzt haben wir es aber gleich. Tipp, 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 tipp.
So, und eigentlich. Das Licht ist gerade angegangen. Wobei, nee. Ich möchte lieber die Waffe behalten, weil mit der kann ich erstens besser zielen und zweitens ist sie nicht so schnell leer. Noch jemand? Eigenartig. Scharnischer Mistkerl. Weiter geht's. Wie die Räume jetzt immer gleich aussehen irgendwie. Gut, das ist immer ein so ein Gang. Die ändern sich ja nicht. Boah, halt die Fresse, du Scheißteil. Mein Gott, ey. Ja, Leute, die Gegner gehen mir gerade so auf den Sack. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Die sind so nervig. Die sind in meinem Kopf gerade wie so ein Virus. Und nerven einfach nur noch. Der Herr bewegt sich noch. Erledigen wir sie von hier, Delta. Nicht schon wieder. Oh, Mann. Exterminiert. Gute Arbeit, Delta. Hacken Sie das Terminal, Delta. Mach das gleich, damit das gleich schneller erledigt ist. Dämlicher geosianischer Misthaufen, Alter. So, tot. Ich frage mich sowieso. Das sind doch so eine Art Biene oder sowas. Oder? So Hornissen. Warum halten die so viel aus? Ich meine, die werden auch total durchlört. Die müssen schon längst tot sein. Naja, das ist in diesen Ego-Shootern fast immer. Man ist selber so ein Übermensch und die Gegner irgendwie auch. Obwohl sie von der Logik ja schon lange tot sein müssten. Aber nein. So einfach ist das nicht. Sonst wäre die Herausforderung in den Spielen wahrscheinlich zu einfach. Aber hier sind die Geosianer irgendwie dumm, weil die fliegen immer so hoch runter und dann irgendwie hinter die Wand, sodass sie gar nicht mehr treffen. Hör auf, Fixer anzugreifen, du Arsch! Hier könnte ja auch einer stehen. Geh verrecken! Der ist schon irgendwie blöd. Was macht denn der? Dem seine KI spinnt irgendwie. Okay, er ist tot. Die muss man auch mit dem Scharfschützengewehr eigentlich killen, aber ich mach's jetzt einfach so. Na endlich. Die wären da, glaube ich, unendlich gekommen. Das habe ich gemeint. Ein Generator mitten in einem Baum. Wenn das nicht seltsam ist. Sieben, wenn das hier vorbei ist, schicke ich Sie höchstpersönlich in Bewegung. Kehren Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Wagner verabreicht. Bevor wir weitergehen, gebe ich noch allen schnell eine Position. Eine Portion Bagda. So. Dann müssen wir jetzt den Kräuterhaufen nicht mal finden. Bin einsatzbereit, Delta-Team. So, gegen den Strom. Bewegung. Kehren Sie zum Hauptkorridor zurück, Delta. Das könnte hässlich werden. Oh nee. Direkt schon in dem ersten Raum ein dämlicher Vollidiot. Namens Super Battle Droid. Geh verrecken, du dreckiger Arsch. Jetzt ist da auch noch ein Droidika irgendwo. Die nerven so ekelhaft. Also jetzt gibt mir seine Stimme okay auf den Geist, weil... Aber auch nur, weil ich sie die ganze Zeit höre. Das ist wie, als würde man 3 Stunden lang dieselbe Musik hören. Das geht einem nach einer Zeit dann auch auf den Geist. Genauso ist es gerade mit diesen Vollidioten. Komisch, wieso der Typ das jetzt nicht gecheckt hat. Der ist weg. Sehr schön. Manöver abbrechen, Delta. Positionieren Sie sich hier, Delta. Bin unterwegs. Okay, da müssen wir auch wieder so einen blöden... Ja, nee, Droidikas auch noch. Boah. Wie krank seid ihr denn? Alter, Mann. Werden das denn auch wieder 2 von diesen Scheißbehältern? Nee, ist nur ein Superkampftrüdenbehälter. Ja, wobei nur... Superkampfdrüsen sind hier so voll der Arsch. Komisch, dass der mich gar nicht angreift, der Superkampfdrüsen. Weil ich gerade hier die Sprengung durchführe und irgendwie will er nur die anderen irgendwie umbringen. Ich weiß auch nicht. Der ist schon irgendwie dumm. Dann denkst du so, jo, meine Teamkameraden könnten mir helfen, aber ich will lieber die anderen Klontruppen töten, als meinen Kollegen zu helfen. Hallo, was hat denn der für ein Buff da jedes Mal, wenn er dann auf mich zukommt und dann schießt? Ich muss erst die Feinde erledigen. Muss mich doch nur kurz heilen. So, danke. Das dauert doch nicht so lange. Wo sind eigentlich die anderen? Kommt doch endlich hier rein, ihr Deppen.
Jetzt hat er mich voll getroffen mit der Rakete. Was hat denn der für Zielfernrohr, dieser scheiß Superkampf-Druide, Alter? Oh, die sind so nervig, diese KI. Also diese Superkampf-Druiden-KI, die ist so nervig. Die halten nämlich so unmenschlich viel aus. Das ist einfach nicht mehr normal. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ja, es ist ein Superkampf-Druide. Aber so viel hält der auch nicht aus. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach so krank. Genauso diese weil die Trandoshaner, die sterben wenigstens halbwegs so normal. Die stichst du ab, die sind tot. Aber diese Elite-Typen, die sterben auch einfach nicht sofort. Ich weiß auch nicht. Das ist so komisch. Wookies mögen eben Mangas. Verpiss dich. Da muss man sich vorstellen, in den Clone Wars und so kommen die in Massen, diese Superkampf-Druiden. Und wenn die jetzt wirklich so stark wären wie in diesem Spiel... Jetzt habe ich ihn mit mir getötet. Wenn man bedenkt, die kommen in der See und so ja in Massen. Und wenn die da genauso steil wären, ich glaube, dann wäre die Republik schon längst tot. Also das ist krank, wie die hier abgehen. Ich weiß auch nicht. Weil so stark sind die auch nicht. Ich glaube, es stand eh in Jedipedia, dass die besser gepanzert sind. Ich weiß auch nicht, die sind in diesem Spiel zumindest. Auf jeden Fall sind sie total nervig. Zu viel gebracht. Oh, ich sehe es, komm, du planst irgendwas. Hallo? What the f***?